Na hoppla, da habe ich mich im letzten Part zu Vanaboris hin teleportiert, aber es ist da unten das Plateau, wo ich hin muss. Und da ist es doch schlauer, man teleportiert sich zum Sumasamashan auf den Morganaberg und fliegt da dann runter, weil irgendwie das Dursttal, was hier so dazwischen liegt, das ist ein bisschen sehr weit von Vanaboris. Also ich habe beim letzten Part dann nochmal korrigieren müssen und bin jetzt hier. Und hier ist es halt noch kalt und wenn ich jetzt rüberfliege, ist es nicht mehr kalt und naja. Achso, und apropos. Eine Sache noch. So, warum habe ich das jetzt gemacht? Ganz einfach, ich hatte nur noch einmal Urbosas Zorn und ich möchte den gerne wieder dreimal haben, wenn ich dann gegen Ganons Donnerfluch kämpfe. Weil vielleicht brauche ich es ja. Deswegen einfach jetzt schon mal einsetzen, damit sich das, während ich die Schreine aufsuche und so weiter, dass sich das dann wieder auffüllt. So. Schon ist es nicht mehr kalt, da haben wir schon Kashiva. Und dann bin ich schon gespannt, was ich tun muss, um die letzten drei Schreine zu finden. So, jetzt will ich mich aber mal wieder so anziehen, wie ich es letztens vorhatte, nämlich genau so. Dein Kommen beweist deinen Mut. An den Orten, die dir gezeigt werden, findest du Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Doch stelle dich ihnen nicht leichtfertig. Oh. Dieses Licht. Ob es auf Besucher reagiert, reagiert es auf mich oder... Ah, sieh an, ich hätte nicht gedacht, so hoch oben jemanden zu treffen. Wie peinlich, kaum bin ich allein auf Reisen, schon führe ich Selbstgespräche. Sieh nur, eines der Monumente aus dem unvollendeten Lied meines Meisters, aber das weißt du mittlerweile. Wahrlich eine Freude, dieses Lied unter dem wachsamen Blick des Titanen singen zu können. Lass mich dir das Lied vorbringen, das mein Meister mir hinterließ. Diese Verse ehren Urbose, die sich der Prüfung stellt. So höre. Naboris schickt Blitze im Sand, geleitet von des tapferen Recken Hand. Größere Kräfte noch zu ergründen. Folge dem, was die Monumente künden. Es gilt, die grimmige Herrscherin des Sandes vom Thron zu fegen. Es gilt, sich mit treuem Reittier durch die Lichtringe zu bewegen. Es gilt, der Wüstenstadt Schatz zum großen Schlund zu tragen. Prüfungen, die nur Recken wagen. Und was meinst du? Ich glaube, ich verstehe die Recken jetzt besser. Ich bin kurz davor, alle grundlegenden Verse zu vervollständigen. Es ist fast so, als würden die Recken durch das Lied mit mir sprechen, als wollten sie, dass ich es vervollständige. Also ist es meine Pflicht, mehr über die Recken aus Hyrules Vergangenheit in Erfahrung zu bringen. Zu meiner Freude haben Königin Riju und ihre Leibwächterin Billa mir mit Geschichten über ihren Recken geholfen. Es war zwar etwas aufwendig, aber Gerudestadt war den Besuch auf jeden Fall wert. Die Ballade von Urbosa. So, jetzt bin ich gerade irgendwie ein bisschen. Ich meine, wie ist er denn eigentlich reingekommen? Ich meine, er ist ja ein eindeutig männlicher. Oh, nee, weil er ja auch gesagt hat, es war nicht ganz einfach. Vielleicht hat er sich ja auch irgendwie verkleidet. Ich meine, bei Orni ist es vielleicht etwas leichter, sich mit den Federn anders zu schmücken, dass man wie ein weiblicher Orni aussieht. Keine Ahnung. Weil es dürfen ja keine Männer rein, egal von welchem Volk, dürfen ja keine rein. Also irgendwie wird es Kashiba ja wohl geschafft haben. Ey, das war eigentlich gerade richtig geil. Mit dem Sonnenuntergang sieht das hier echt geil aus, mit der Wüste und so. Also, das klingt alles relativ schwierig, schrägstrich zeitaufwendig, was ich hier tun muss. Es gilt, die grimmige Herrscherin des Sandes vom Thron zu fegen. Also müsste ich da wieder irgendetwas besiegen? Gut, mit treuem Reiter schon wieder durch Lichtringe bewegen, da werde ich wahrscheinlich dann
mit so einer Sandrobbe was machen müssen und es gilt der Wüstenstadt Schatz zum großen Schlund zu tragen. Jetzt muss ich mir mal die Bilder anschauen. Wo ist denn was? Mhm. Warte mal, ist das nicht... Ist das nicht das... Nee, oder? Wartet mal, das ist jetzt... Ist das echt beim Versteck der Jäger? Weil hier ist ja dieses Loch gewesen, wo wir Meister Koga reinplumpsen haben lassen. Das ist das. Na fix mit X. Ich muss nochmal zu den Jäger. Na toll. So, dann hier ist... Aha, das ist da in der Nähe von... Das ist gleich hier in der Nähe. Das ist hier bei Ostgerudo. Und dann... Eieiei, das ist wieder... Achso, nee, da sieht man die Stadt. Da rechts unten. Okay, das ist dann irgendwo dort. Bei Gerudo-Stadt. Aha. Bisschen weiter links weg. Warte mal, wo? Ungefähr... Na, das wird ungefähr hier so sein. Ich mache mir mal hier ein Licht. So. Da mache ich mir hier hinten ein Licht. So. Und dann, das andere war jetzt irgendwo hier, Ostgerudo, hier mache ich mir auch noch ein Licht. So, okay, also an den drei Orten müssten die Schreine ja dann zu finden sein, wenn ich genau das tue, was ich tun soll. Und ich glaube, ich mache jetzt erstmal das hier unten. Ne? Südliches Irrschloss, obwohl, wartet mal, ich glaube, von Vanaboris aus ist es besser, dahin zu fliegen, weil das südliche Irrschloss, da ist ja der Schrein so tief unten drin, das ist ja auch doof. Machen wir das mal lieber so. Boah, nee, regt mich sowas schon wieder auf. Das ist so unnötig. Ich hab da doch schon alles angeguckt. Da war nichts. Was soll denn da jetzt sein an diesem Ort? Muss ich auf diesen blöden Scheißfelsen erstmal raufklettern, dass ich da irgendwas auslöse? Was soll denn das? Das ist so bescheuert. Ja, mein Orientierungssinn ist mal wieder voll für den Arsch. Also quasi nicht vorhanden. Genau wie bei Lorenz Horror. Der läuft sich auch ständig. So, wenn das jetzt nicht da ist, wo ich sein soll, dann weiß ich auch nicht. Da wurde jetzt genau auf dem scheiß Foto hier, kann ich das nochmal hier, warte mal. Module? Ich habe hier Album. Hier. Der gelbe Punkt ist direkt bei dem Felsen da unten drunter. Den habe ich mir jetzt markiert. Ja, den habe ich mir markiert, weil da ist das Schloss. Hier ist dieser eine komische Felsen, der so aussieht, also der auch ein bisschen größer dargestellt ist. Also wenn das jetzt nicht ist, dann stimmt was mit dem Bild nicht. Das muss da sein. Und du lass mich da unten mal schön in Ruhe, du Spacko. Boah, ja sorry, wird wieder der Part ein bisschen länger. Ja wurscht, der ist angefangen. Aber das ist, ich hoffe, die anderen zwei Orte finde ich wirklich leichter. Das eine kann nur der Siegerversteck sein. Und das andere ist ja irgendwo außerhalb von der Stadt. Aber das hier ist gerade mega beschissen zu finden. So, das ist auf dem fucking kackhohen Felsen da drauf. So, aus da wieder auffüllen. Das soll jetzt da oben drauf sein? Was ist denn da überhaupt? Da ist doch... Oh ja, da ist aber ein... Hä, da ist ein Lagerfeuer, aber da ist sonst niemand. Farschen? Da ist ja nicht mal irgendeine Person, oder wird mir die jetzt vom Spiel gerade nicht dargestellt? Achso, warte mal, jetzt ist wieder zu heiß. Zieh dich um, du Idiot. Zieh dir Sandstiefel an. Zieh dir das an, zieh dir das an. So. Will jetzt hier nicht in der Wüste verbrutzeln. Und seht ihr, den Opus, das Zorn ist schon fast wieder aufgeladen. Dann kann ich es wieder dreimal benutzen. Natürlich dann beim Bosskampf und... Hier ist einfach mal... Welcher Hurensohn macht hier oben ein Lagerfeuer? Hier ist ja tatsächlich irgend so eine... komische Gestalt. Hier oben. Willst du mich verarschen? Was ist denn hier? Hallo? Kletis? Die ist das? Hm?
Ja, ist das denn die Möglichkeit? Bist du nicht die Kleine, die ich in Gerudestadt gesehen habe? Stimmt doch, oder? Mich kümmert's ja nicht, was du trägst, aber Kletis geübten Auge entgeht nichts. Oh, verstehe. Da nur Frauen in die Stadt betreten dürfen? Das ist eine fantastische Geschichte, aber du hattest sicher deine Gründe. Ich werde es nicht drum erzählen. So ganz nebenbei, ich bin herumgekommen, um mich nach spannenden Gerüchten umzuhören. Und wo du schon hier bist, kann ich dir gleich eins erzählen, das ich noch in keinem Buch veröffentlicht habe. Der Titan, der sich gerade beruhigt und die Blitze haben aufgehört. Und dann erschien eine seltsame Moldora. Das ist, ich meine, das wird eine großartige Geschichte. Die Gerudo-Kriegerin versuchten sie zu bekämpfen, aber mit normalen Schwertern lässt sich nichts ausrichten. Ich frage mich, welche Waffe einem da weiterhelfen könnte. So. Oh! Ach, das ist diese... Ich verstehe. Das ist also die grimmige Herrscherin des Sandes, die wir vom Thron fegen müssen. Oh, shit. Das ist also einfach mal ein mega fettes Moldura-Vieh. Ich kenne die ja noch. Da sind Bombenpfeile relativ nützlich. Dann nehme ich jetzt einfach mal meinen stärksten Bogen hier. So. Und ja, Schild werde ich nicht brauchen. So. Okay, da muss ich einfach nur da runter zum Sand. Da ist das Vieh schon. Es schwimmt durch den Sand wie ein dicker, fetter Fisch. Dann ist das Robbenrennen wahrscheinlich woanders. Titanenprüfung. Königsmoldora. Oh my goodness. Königsmoldora. Und da... Oh, scheiße. Seht euch das Vieh an. Ist das fett oder was? Da wagen es nicht mal die Wölfe irgendwas zu machen. So, ich glaube, es hat mich gerade erspäht. Boom! Alter, du fettes Schwein! So, warte mal, jetzt muss ich aber... Damit ich jetzt nicht wieder Ubosis Zorn verschwende, ja, werde ich das natürlich jetzt wieder ausmachen. Und ich brauche irgendeine Zweihandwaffe. Ich nehme sowas hier. Und ich werde sogar noch was essen. Komm, dann ist das Vieh noch schneller tot. Ich glaube, das wird nämlich ziemlich viel aushalten. Ich habe hier sowas. Bon Appetit! Und jetzt gibt's aufs Maul. Oh, da stecken wieder Waffen drin. Zack, Alter. So, Vorsicht. Bomben. Cool. Na, warte mal. Ich brauche das Bombenmodul eigentlich. So. Seht euch das an. Oder war das nicht sogar so, dass diese Viecher gegen Elektrizität sehr empfindlich sind? Ja! Elektrizität ist der Schlüssel zum Sieg! Das Vieh ist sogar schon tot. Kann ich da dann... Hey, cool! Königsmoldora. Gerade ein Foto gemacht. So, Königsmoldora. Und da ist es auch schon tot. Das ging ja schnell. Geschafft und wow, noch einige Waffen gedroppt. Gerudo-Lanze, Wurfspeer, verrostete Hellebarde. Na super, ich hab ja nicht mal Platz für irgendwelche anderen Waffen. Also von daher kann ich eh nichts davon mitnehmen, aber ich kann mal die ganzen Truhen öffnen. Königsschild, Schildblock plus 12, okay. Königsbogen, doppelte Haltbarkeit, auch nicht schlecht. Und hier... noch ein Königsbogen, Angriffskraft plus 14, also da habe ich einiges dabei. Wie gesagt, von den Waffen kann ich jetzt nichts mitnehmen. Alles, was ich so an Waffen dabei habe, würde ich ehrlich gesagt ganz gerne behalten, weil mir die einfach zu wertvoll sind. Obwohl so einen großen Boomerang, von dem kann ich mich schon trennen, mit dem kämpfe ich eh nicht wirklich. Ich nehme dafür lieber einen Gerudo-Zweihänder. Mit 28 und Weitwurf, naja, okay. Ist okay, so. Das brauche ich jetzt hoffentlich da. Ich weiß ja nicht, was ich da drin brauche und was ich nicht brauche. So, Schilde kann ich jetzt gar keine mehr mitnehmen. Also das ist passt schon so. Und der Schrein ist direkt hier. Okay, so, das war eigentlich leicht. Ich habe das nämlich mal wo gehört, dass man,
dass diese Viecher sehr anfällig gegen Blitzmagie ist, also gegen Blitzangriffe, und der Bosses Zorn habe ich mir schon gedacht, naja, also ist sowieso noch nicht ganz aufgeladen, aber trotzdem. Was steht da? Achso, da steht eh noch, verwendbar in 30 Sekunden, na bitte, ist ja gleich soweit. Werde ich mir, wie gesagt, für Ganons Donnerfluch aufheben. Der Keibe-Taber-Schrein, oder Keibe? Nee, Keibe, wahrscheinlich eher japanisch, Keibe-Taber-Schrein. Und da gehen wir jetzt rein. Willkommen, Pilger, mein Name ist Keibe Taber. Im Namen der Göttin Hyle sollst du geprüft werden. You don't say. Groß und klein. Was ist das denn für ein komischer Prüfungsname? Groß und klein? Aber ich sehe schon. Eindeutig ein Elektrorätsel, wie ich mir das auch erwartet habe. Und, aha. Ach, deswegen groß und klein. Hier gibt es zwei kleine und einen großen Metallblock. Eine riesige Eisenkugel. Ich sehe schon, ich muss einfach den Strom bis nach ganz hier hinten leiten, dann geht die Tür auf. Und hier ist sogar noch eine Truhe drin, die ich... Oh nee! Da ist sogar noch so ein... Oh nee, schon wieder so ein Motion-Control-Ding. Jetzt habe ich gerade mein Gamepad gar nicht aktiv. Das müsste ich ja noch herholen, aber egal. Jetzt machen wir erstmal das eigentliche Haupträtsel. Das da drüben wegen der Truhe wäre ja eigentlich so gesehen optional. So, also, ich brauche definitiv natürlich was? Mein Magnetmodul. Das schwankt hier zwar schon ein bisschen rum, aber das kann ich ja... Wie weit kann ich die Kugel bewegen, ohne dass die von der Kette wieder weggeht? Eigentlich gar nicht. Hä? Ich kann die Kette gar nicht loslassen, das ist komisch. Achso, na warte mal, da muss ich wahrscheinlich jetzt schon so einen Block da rein tun. Als Verbindungsglied. Glied, hihi. Anders könnte ich mir das jetzt nicht vorstellen. So. Ja, genau. Das Wasser leitet ja sowieso Strom. Okay, also der Strom geht schon mal bis hier. Der geht schon mal bis hier. Okay. So, warte mal. Dann nehme ich mir mal den großen. Und gebe den mal da drauf. So. Und dann, warte mal, Eis kann ich ja da drunter machen, ne? Oder doch nicht? Warte mal, geht die Plattform... Die Plattform muss doch irgendwie raufgehen, oder nicht? Kann ich die nicht mit Eis hochheben? Oder geht das nicht? Nee, das geht nicht. Moment. Hä, wieso? Ne, die Plattform bewegt sich ja gar nicht. Die bewegt sich gar nicht. Ach, jetzt! Ach so. Ich sehe schon. So. Das Ding war irgendwie jetzt nicht... Okay, passt schon. So. Gut. Jetzt diese Eisenkugel irgendwie da drüber wickeln. Oder einfach hier so... Passt das? Ja, passt. So. Warte mal, aber hier ist es jetzt... Hier ist es aber deutlich, dass ich hier wirklich Eis machen muss, weil sonst... Ne? Und jetzt dafür habe ich jetzt hier noch den letzten Block. Wenn der zu klein ist, muss ich leider tauschen. Ich weiß nicht, ob der ausreicht. Zack!
So, schauen wir mal, ob sich das mit dem auch ausgeht. Oder ob der zu klein ist, weil dann müsste ich da den kleinen drauf tun und den großen müsste ich das halt tauschen. Aber schauen wir mal. Ah, der ist wahrscheinlich... Ach, scheiße, der ist doch zu klein. Fuck. Der ist natürlich zu klein. Moment. Ich hätte es mir ja denken können. Aber ich habe natürlich nicht gedacht. So, dann komm du mal her. Dann muss der Block doch dahin, weil es geht sich sonst einfach nicht aus. So, der passt hier nämlich genau drauf. Halt! Vorsicht! Der passt hier genau drauf. Warte, war das so? Okay, so. Ja, das ist schon besser. Ja, und jetzt den kleinen. Den kleinen dahin. Aber der muss jetzt irgendwie mit der Plattform was machen. Warte mal. So, jetzt ist die Plattform ganz oben. Ja, passt. Jetzt haben wir Strom. Na, geht doch. So, das war der ganze Trick. Also der große Block muss hier ans Ende. Die Kugel einfach hier so oben drauflegen auf die Stange, das geht auch. So, aber jetzt habe ich halt hier noch den Quatsch. Okay, Moment, Leute. Ja, ich muss jetzt ganz kurz mein Gamepad holen. Also mit dem Videogamepad. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ein Laser. Vier Plattformen, die sich jetzt hin und her bewegen. Und vier Kristallschalter, die ich damit treffen muss. Na toll. Boah, da zieh dir bitte was an, du Opfer. Nee, Leute, also nein. Kein Kommentar zu diesem motherfucking Rätsel jetzt gerade. Ich hätte es irgendwie fast geschafft und dann wieder nicht, also nein. Es ist mir scheißegal, dass in dieser behinderten Wichstruhe drin ist. Ich will einfach nicht mehr. Ich mach sowas nicht. Nein, ich mach sowas nicht. Es ist mir jetzt echt wurscht. Oh, da krieg ich so einen Anfall bei so einem scheißbehinderten Gyro-Dreckskack-Ding. Nee, nein, vergesst es, ist mir scheißegal, was da drin ist. Leck mich am Arsch. Im nächsten Part die anderen zwei Prüfungen. Die bloß nicht wieder so einen beschissenen Scheißendreck haben mit diesem... Warum müssen die immer so einen Bewegungsdreckkack hier einbauen? Was soll das? Ich kann dieses behinderte Gamepad nicht mehr richtig halten. Das ist so fett. Da krieg ich ja Krämpfe oder kriege ich Verrenkungen, wenn ich mich da so blöd bewegen muss. Das ist doch nicht normal. So, wo muss ich eigentlich... Wisst ihr was, wir porten uns direkt mal zur Stadt hin und dann ist Schluss für heute. Das darf aber nicht wahr sein. Also dann, Leute... Irgendwann komme ich noch in die Irrenanstalt. Bis zum nächsten Mal bei diesem... Also, nee, warum müssen die das immer machen? Warum? Die wollen mich echt ärgern. Ich hoffe, ich muss nie wieder so ein Gyrosensor-Scheiß-Rätsel machen, wie jetzt vorhin gerade. Ich meine, das ist einfach zu ungenau, vor allem dieser blöde Gyrosensor. Der ist viel zu ungenau. Wenn du auch nur einen Millimeter das Game bewegst, der strahlt gleich einen Kilometer in die andere Richtung. Was soll das, Nintendo? Welchen... Doofkopf bei euch ist das schon wieder eingefallen. Fandet ihr das echt witzig? Ich fand's nicht witzig. Also, bis zum nächsten Mal. Was haben wir jetzt eigentlich noch offen? Wir müssen jetzt noch mit so einer dicken, fetten Sandrobe durch irgendwelche Lichtringe durch und der Wüstenstadt Schatz zum Schlund tragen. Ich glaube, das mache ich als letztes. Ich glaube, das, was hier jetzt in der Nähe von der Stadt ist, wird wahrscheinlich das mit dem treuen Reiter durch die Lichtringe bewegen sein. Aber das dann natürlich erst im nächsten Part und vor allem bei Tag. Da sehe ich auch die Strecke besser. Bis dann. Tschüss. Wo sind meine Tabletten? So, ich hab's jetzt hier und... Ich muss wahrscheinlich jetzt einfach... Wow.
Ach du Scheißendreck! Dreckiger Scheißendreck, dieses Kabel! Nein, das ist der Akku schon wieder leer! Hey! Ich kann das nicht besser bewegen. Wieder richtig, du Hurensohn! Dreh dich doch mal richtig! Was ist... Wieso kann man das nur so behindert drehen? Haben wir das Sicken, Alter? Nein! Das geht doch gar nicht! Das ist doch für'n Arsch hier schon wieder! So. Jetzt? Ach so. Ernsthaft, Spiel, ernsthaft! Ich muss darauf achten, dass diese scheißbehinderten Plattformen hier eine Linie bilden. Super, ne? Richtig super. Oh Gott, die sind auch noch unterschiedlich schnell. So. Das ist immer richtig beschissen hier. Immer richtig dumm. Na, nach links. So. Nein, nochmal. Alter, ist das behindert? Welchem Hurensohn fällt mir so eine Scheiße ein? Inzwischen. Hör auf jetzt! Verbinde das! Nein! Oder das gibt's doch nicht! Na. Boah, Alter! Was ist das? Schneller! Nein! Sag mal. Ist der. Berührt er diesen Scheiß? Mach mal hin, ey! Alter, dieses Scheiß-Gamepad! Nein! Dieses Scheiß-Hurenkabel! Alter, das ist doch für'n Arsch hier! Das wird sowas von geschnitten! Alter, willst du mich verarschen? Halt das doch mal richtig jetzt! Schon wieder! Mach weiter, laber nicht so viel! Halt die Fresse! Boah, Alter, das ist doch für'n Arsch hier! Leck mich doch! So ein scheißbehindertes Krüppelspiel! Halt!
mich frei!